Moin, Sizzler. Was das hier ist, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ein leckerer Schweinebauch. Bisher noch gar nicht für dich zubereitet. Aber ich kann euch sagen, heute machen wir Schweinebauch auf eine ganz andere Art und Weise. Also, bleibt dran. Die Inspiration zum heutigen Video kommt eigentlich vom Picanha, oder man sagt auch Picanha Churrasco Art. Das heißt, du hast einen Tafelspitz, den Fleischcut vom Rind, und der wird so zugeschnitten, dass er auf den Spieß drauf passt, das zeige ich euch gleich nochmal, und dann über offenem Feuer normalerweise gegrillt. Die Idee ist geil, das Rezept ist super, wir haben es schon mal gemacht, verlinken wir euch da oben, könnt ihr mal draufklicken, wenn ihr Bock drauf habt. Aber heute dreht sich es ja um Schweinebauch. Und den habe ich hier und ich möchte den im Prinzip so ähnlich zubereiten. Ich möchte nämlich einen Schweinebauch am Spieß machen. Hab mir aber überlegt, wenn ich den jetzt auf den Spieß einfach aufstecke, dann fehlt mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit zwischen Fleisch und Rub. Und der ist ja auch unbehandelt, das heißt, es ist noch kein Salz dran, gar nichts. Ich will nämlich wissen, ploppt die Schwarte oder ploppt sie nicht? Das ist nämlich die wichtigste Frage beim Grillen, ist, wenn man mit Schweinebauch arbeitet, ploppt die Schwarte oder ploppt sie nicht? Ja. Wenn die nicht ploppt, blöd. So. Das heißt, lehne mich weit aus dem Fenster. Es kann passieren, dass sie nachher nicht ploppt, dann dürft ihr mich alle auslachen. Es kann sein, dass sie ploppt, dann dürft ihr mich alle feiern. Deal. 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 Okay, sehr gut. Hier liegt da völlig unbehandelt, der kleine Schweinebauch. Liebe Grüße an Carsten, der hat mir gerade noch wieder hochgebracht. Und wir brauchen für dieses Rezept tatsächlich nur drei Zutaten. Nämlich ein ganz bisschen Öl, damit der Rub besser hält. Ein Rub eurer Wahl. Ich habe hier jetzt den Smokehouse Rub, den haben wir auch neu bei uns. Aber den finde ich persönlich ziemlich cool, weil der ein bisschen gröber ist, aber auch so... Ja, so ein rauchiges, starkes Aroma hat. Das mag ich ganz gerne. Und wenn ich jetzt den Schweinebauch so habe und da einen Spieß durchstecken will, geht das ein bisschen doof. Deswegen rolle ich den im Prinzip so auf, ja. Und wenn ich den so gerollt habe, kann ich mir den auch ganz gut portionieren. Ich mache mir hier mal so einen Probeschnitt. Ich denke, ich kriege hier so vier bis fünf Teile raus. So einmal. Zwei. Mach mal so. Und jetzt schneide ich das einmal hier beherzt durch. Dazu gleichmäßige Schnitte machen. Langgezogene Schnitte machen. Und ein scharfes Messer nutzen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So schön sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe also vier relativ gleichmäßig große Stücken. Die klappe ich mir jetzt hier nochmal auf. So. Weil die müssen noch ein bisschen gewürzt werden von innen. Ganz bisschen von dem Öl, wie gesagt, nur dass es... bisschen besser hält, da braucht man nicht viel von. Beim Rub bitte nicht sparsam sein, wir haben ja immer noch viel Fleisch und wenn wir das Ganze jetzt einrollen, dann darf da auch Geschmack dran. Das heißt, es wird jetzt alles innen drinne, die Schwarte lassen wir außen vor, alles was nach Fleisch aussieht, wird jetzt quasi mit Rub eingerubbt. Okay, jetzt klappe ich sie wieder hier zusammen. So. Das riecht schon richtig lecker, ne? Der Rub. Total gut. Ja, sowas geht halt immer gleich in der Nase. Ich finde, das ist beim Grillen eigentlich immer das größte Highlight, die Gerüche drumherum. Falls ihr es auch so seht, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn es überall gut riecht. Einziger Nachteil an der Nummer ist natürlich, dass alle Nachbarn kommen und essen wollen. Ne? Manche Nachbarn sind ja auch ganz lieb. Die möchte man dann ja auch dabei haben. Ist so. So, jetzt habe ich den Schweinebauch hier und der wird jetzt so, wie er ist, auf den Spieß gesteckt. Ja? Ich vermute, dass das nicht so einfach geht, deswegen habe ich mir einfach so eine Kanüle noch geholt und werde einfach einmal hier vorne vor so ein bisschen vorstechen, in der Hoffnung, dass ich das Loch wieder treffe. Ich gebe zu, ganz so einfach ist das nicht, aber wenn man so einen Kreuzschnitt auf der Schwarte macht, dann funktioniert es ziemlich gut. Also, wenn ich das hinkriege, könnt ihr das locker. So sieht das Ganze jetzt aus. Wichtig ist, ich habe die immer gegensätzlich angeordnet. Das heißt, hier Schwarte, dann hier die Schwarte und da die Schwarte. Und man sieht ja auch schon, dadurch, dass das hier aufeinander liegt, vermute ich mal, dass der Bereich schwer ploppen wird. Wir gucken mal, was passiert. Ich stecke jedenfalls jetzt diesen Spieß rein. Das mache ich mal mit euch. Mal gesehen habt, dass ich euch nicht anflunker hier. Nachher sagt er, ich habe ihn gar nicht reingesteckt. So. Der Abstand zu meinem Brenner hinten, ja, ist ungefähr so eine Handlänge, schätze ich. Und ich werde jetzt die Stufe des Brenners einfach erstmal am Anfang auf mittlere Stufe stellen. Ich glaube, dass mittlere Stufe am Anfang sehr gut ist, damit wir garen und dann später nochmal ein bisschen aufdrehen, damit es dann eben auch ploppt und die Haut vernünftig kross wird. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Wie sagt man so schön? Start your engines. Ja. Das mache ich jetzt. Das Ding gibt jetzt richtig Zunder und dann sehen wir uns gleich
zum Essen wieder. Zwei kleine Tipps habe ich noch für euch. Zum einen, eine Schale drunter legen macht Sinn und die Drehrichtung von dem Spieß ist, wenn ihr vor dem Spieß steht, dreht er sich immer zu euch hin. Ja? Dann kann nämlich das schöne Fett dran langlaufen und sich hier immer schön neu befetten. Und dann wird es richtig saftig und lecker. Etwa anderthalb Stunden sind vergangen und es wird langsam dunkel und ein bisschen kälter, deswegen muss ich mich etwas beeilen. Und vor mir liegt das Ergebnis. Ich hoffe, man hört das. Also, ich mache das mal wie folgt. Der Außenbereich ist, wie zu erwarten war, sehr schön knusprig geworden. Das hier ist mir ein wenig zu dunkel geworden, liegt aber einfach daran, dass ich ungeduldig war. Ich habe nämlich einfach die Hitze aufgedreht. Wenn ich es jetzt nochmal neu machen würde, würde ich die Hitze ein bisschen moderater angehen lassen und so letzte Viertelstunde nochmal aufdrehen, ja? Dann glaube ich, dass es sehr schön knuspert. Was auf gar keinen Fall knuspern wird, ist der Teil zwischen den Stücken. Das heißt, wenn ich die jetzt auseinandernehme, hier, da sieht man das schon, ne? Weich und wabbelig. Und da muss man für sich selbst entscheiden, ist das der Weg, den ich gerne mag? Mag ich die knusprige Kruste vielleicht gar nicht? Wobei, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Oder sagt ihr, könnte ich mal ausprobieren. Also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich beiße jetzt mal rein, gucke, wie es mir schmeckt. Glaube aber, dass der klassische Weg für einen Krustenbraten oder für so einen Schweinebauch cooler ist. Eventuell, probier so, erstmal. Übrigens, an der Stelle, bevor ich reinbeiße, wie immer, bitte lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und kommentiert das mal fleißig. Ihr könnt immer euren Senf dazugeben, wir tauschen uns gerne mit euch aus und uns immer wichtig, dass ihr eine offene Meinung kriegt. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, es ist das Geilste, was ich hier gesehen habe. Vielleicht schmeckt es jetzt ultra geil, mal gucken. Die Schwarte ist garantiert geil da, aber auch warm vermute ich. Ja, okay. Oh. Also das Rezept schmeckt mega geil. Es muss man sich nur darüber im Klaren sein, ob ich quasi eine Fläche haben will, das heißt, ich ihn wirklich klassisch grille, oder ob ich so mache. Da könnt ihr einfach mal abstimmen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Mach's gut. Tschö. Oh, diese Schwarte, ich liebe das, ne? Die ist gut, sagst du. Boah, hör doch. Oh. Ja. Ach, geil. Oh. Alter, ist so lecker.